Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator mit dem Markus dabei auf Tour. Was? Wir sind gerade bei der Körnermaisernte. Mit Knallgas. Mit Knallgas auf jeden Fall, weil wir wollen jetzt richtig Geld verdienen. Das nächste große Feld steht an. Die ersten Tausender kugeln schon wieder hinunter. Aber eigentlich würde ich sagen, holen wir, also das Feld möchte ich eigentlich nur haben, weil das ein Angebot ist. Und ich glaube, dass sich das sonst mehr lohnen würde, wenn man auf den Schlepper spart, weil das brauchen wir auch mal. Aber jetzt, dann kriegen wir das Feld so günstig, aber dann kann man dann schon wieder nicht Nein sagen. Aber schon mit dem, was wir fast in der BGA... Nein, nicht ganz, aber eine BGA-Aktion noch mit Körnermais, oder mit Körnermais, sag ich, mit Häckselgut. Weil es sind jetzt schon wieder 160 Tonnen drinnen. Okay, durch 3 sind schon mal eine Menge. Sind schon 50.000, halt. Ja, sogar etwas mehr. Also, wir werden da schon Geld mit verdienen. Aber ich glaube, ein vernünftiger Schlepper wird auch seine 200.000 kosten. Ja, das kommt halt, wenn wir sagen, wir den vom Mod-Contest, der hat gleich... wie viel PS? 170 so ungefähr? Ja, das wäre ja schon was Vernünftiges. Das wären dann so um die 170.000. Man kann es ungefähr so 1:1 umrechnen. Halt, ja, es geht schon. Ja, das kriegen wir schon irgendwie zusammen. So, ich bin voll. Ich bin schon am Weg. Gut, in der Zeit gehe ich mal eben an der BGA gucken. Ich habe auch, als wir vorhin einen ganz kleinen Stopp hatten, ich werde mal eben den Dingens auftanken. Den Unimog habe ich nur hingestellt einmal, weil es gibt ja, glaube ich, auf der BGA eine Tankstelle, oder? Ich glaube nicht. Aber dahinter irgendwo war da eine. Okay, dann habe ich mich täuscht. Ja, ich habe das auch immer bei Tour. Was? Irgendwie bin ich das gewohnt, dass es eine auf der Biogasanlage eine Tankstelle gibt von der Standard-Map. Mhm. Aber ganz in der Nähe ist eine. Also da hinten an diesem Bahnübergang, weißt du? Ja, ich weiß schon. Ich finde das auch cool, dass eine Tankanzeige im richtigen Cockpit leuchtet da. Okay. So, du bist gleich leer bei deinem Drescher. So, dann komme ich gleich wieder. Hoffentlich geht sich das zeitlich noch alles aus. Naja, wenn wir auf Echtzeit spielen, jetzt 3,5 Stunden Zeit, um irgendwie Geld aufzutreiben. Das ist schon eine Menge eigentlich. Ja, aber das Problem ist, wir haben jetzt nachher nichts mehr, mit dem wir Geld verdienen können. Doch, ich sehe gerade was. Feld 1. Ja, aber das ist ja nicht fertig. Ja, aber fast. Letztes Wachstumsstadium. Ja, das kann sein, dass es noch 4 Stunden dauert. Na, ich glaube, das geht weniger. Das wird aber dann eine knappe Aktion. Das wird eine richtig knappe Aktion. Was hast du dort angesehen? Gerste. Das ist aber jetzt schlecht, weil ich verkaufe gerade die Gerste. Ja. Naja, mal sehen. Hoffentlich geht's ohne. Oder, ich glaube, wieso, dass wir es wieso wissen. Naja. Ah, das wird sich schon ausgehen. Nur keine Sorge. Jetzt müssten wir nachher schon um die 100.000, über 100.000 haben. Lieber so überlege ich erstmal Feld, dann wahrscheinlich erstmal Schlepper und dann Drescher. Mhm, hört sich gut an. Weil die Sämaschine 6 Meter und der Gruber 6 Meter, die kann man ja erstmal lassen. Ja. Irgendwie habe ich gehört, dass der Fendt auch eine Rückfahrfunktion hat, dass man den Sitz umdrehen kann, wenn wir nicht täuschen. Ich weiß es nicht, kann es ja mal ausprobieren. Aber ich wüsste nicht wie. Vielleicht mal die Num-Tasten durchgehen. Nein, Num-Tasten sind meistens die Relights, die ganzen Lichter. Weitere Möglichkeiten mit der Maustaste, passiert nichts. Ah, IC-Kontrolle. Vielleicht das dann. Und dann irgendwie mal am Sitz gucken. Achso, warte mal. Alt links M, Moveable Seat. Alt links M. Alt links M. Boah, das sind Tasten. Vielleicht gedrückt halten. Wenn ich so drüber nachdenke, da habe ich auch was gesehen. Also, als ich den getestet habe, dass dieses Moveable Seat. Konnte mir da aber erst nichts drunter vorstellen. Hat der 36er das denn? Gibt es das da optional irgendwie? Was die Rückfahrfunktion, ja. Dass man den Sitz drehen kann? Mhm. Okay, das mit dem
das Mouse Control Dummy, bla bla, das funktioniert, das ist einmal nicht. Aber weitere Möglichkeiten mit der Maus. Schauen wir mal, was gibt es da für Tasten innen drinnen. Irgendwie, ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, aber. Probiere ich gerade alle Tasten so durch. Was könnte denn das für eine Taste sein? Jetzt mal die Zeit auf 7 Uhr vor. Na, nee, nee, du verkaufst ja gestern. Ich wollte für die BGA gerade mal ein bisschen spulen. Aber Soll wenn ich du. kurz nochmal, bist du gerade wieder am Dreschen? Ja, genau, ich bin am Mais ernten. Was, dann komme ich gleich einmal zu dir wieder. Ja, ich bin aber noch nicht so wirklich okay. Naja, du brauchst ja eine Weile. Bist am Mais pflücken. Mais pflücken. Pflücken. Reißt man den richtig unten aus der Erde, oder? Nein, das. Du tust dir im Endeffekt nur das komische Form von dem, das tut die Kolben runterpflücken. Von dem Gestänge. Okay. Man muss es ja ganz schön hoch sein eigentlich. Naja, der legt sich ja um, wenn du drüber fährst. Ah, ja. Okay. Mann, 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 ich müsste im Real Life mehr mit Landwirtschaft zu tun haben. Ja, kannst ja noch nach der Schule studieren Landwirtschaft. Gibt's ja genug. Oder Agrarwissenschaft nennt sich das. Ja, sowas gibt das. Ich habe das auch überlegt, aber dann doch nicht. Ich habe mal gedacht, da verdiene ich zu wenig Geld, keine Ahnung. Du Du machst fährst gegen. Informatik jetzt, ne? Nein, ich mache Elektrotechnik. Okay. Jetzt muss ich in das Quellfeld reinfahren, wenn ich dir nachfahre. Nö, nö. Bin noch nicht Sicher. voll. Ja, aber ich will ja nachher wieder runter. Ich muss ja Gerste verkaufen. Ah, das tue ich ungern, das tue ich ungern. Und alles nur wegen mir. Du machst dir heute eine Arbeit nur wegen mir. Aber ich habe heute die Idee gehabt zum Aufnehmen. Ja, ich habe auch gar nicht damit gerechnet irgendwie. Ich habe heute schon so den Tag abgeschrieben, mal noch ein bisschen rumgammeln. Ich habe jetzt nur noch zwei, also ich habe das Wochenende noch und dann Montag, Dienstag Ferien. Ja, Ich dachte mir also. so, heute mal rumgammeln, vielleicht heute Abend noch ein bisschen diese Alpenmap da aufnehmen, von der übrigens jetzt eine verbesserte Version am Wochenende kommen soll, Okay. wo dann die Silostände gehen und noch ein paar andere Sachen verbessert werden sollen. Also die Fahrsilos, die funktionieren ja quasi nicht. Ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich wahrscheinlich erst am Montag wieder kann oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, heute magst du eh nichts und die anderen sind auch nicht da so richtig. Und ja, eigentlich zu tun hätte ich genug noch, aber bist du Aber leer? ab und zu, ja, ab und zu hat man ja einfach auch mal Bock, ein bisschen zu zocken. Ich habe mir gedacht, na, no, wenn wir dann heute aufnehmen, dann habe ich dann nächste Woche mehr Zeit. Genau. Also wir haben jetzt auch schon ganz gut Parts runtergerissen, ne? Ja. 4, 5 waren das bestimmt. Schauen wir, dass wir so 20 Zahn bekommen. Haha. Okay, also von der Platte her reicht. Ich habe gerade noch nachgeguckt. Ich habe extra noch vor der Aufnahme gelöscht. Auf das denke ich nie. Dass man da ja Space auch braucht dafür. Obwohl jetzt ist tagsüber, da werden die Parts wieder größer. Nein, wir spulen ja eh gleich nachher vor auf 22 Uhr. Ja, Weil aber es von mir lange aus, also dauert ich mir habe jetzt auch gerade noch Bock. Von mir aus können wir noch ein bisschen machen. noch. Ja, ich habe kein Problem. Nein! Jetzt hätte ich fast das Silo umgefahren. Aber das ist eh das Hysterische leere. Schreie. Das ist eh das leere Silo gewesen halt. Ja, Wäre nicht so okay. schlimm gewesen. Also hätten wir nichts verschüttet. Nein, hätte man nicht aufsammeln müssen mit Staubsauger. Ja. Mit so einem Handstaubsauger, so Kannst du richtig. dir das vorstellen, wenn du so, weiß nicht, so 20 Tonnen verschüttest und das verstreut sich aber nicht auf einen Haufen, sondern so auf die Fläche von, weiß nicht, 2 Hektar. fünf Fußballfeldern oder so irgendwas und du musst es mit dem Staubsauger Wie aufsaugen. viel Hektar hat eigentlich ein Fußballfeld? Weiß ich Ein nicht. Es Hektar hat, glaube sind ich, 100 mal 100, ne? ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Halt 100 mal 100, ja. Genau, dann, und ein Fußballplatz ist, glaube ich, 70 mal 110 oder irgendwie sowas. Oder da gibt es irgendwie so Toleranzen, dass die, ich glaube, zwischen 60 und 80 Meter breit sein müssen. Und Ich schau. zwischen 90 und 130 Meter lang oder so. Da,
Ich habe da die Liste. Ein Fußballplatz muss zwischen international, wir gehen jetzt nur internationale Werte, 64 und 75 Metern. Okay, war ich ja mit 70 gar nicht so schlecht Und geschätzt. die Länge muss international mit zwischen 100 und 110 sein. Okay. Halt ist nicht ganz ein Hektar. Also ein Dreiviertel Hektar circa. So wie das erste Feld auf Hagenstedt ungefähr, oder? Ich weiß nicht, wie groß das ist. Na, das hat nur einen halben, oder? Das war auf jeden Fall unter 1 Hektar. Ein Dreiviertel Hektar ist circa das Feld 16. Auf der Map. Okay. Halt, wir bauen dort einen Fußballplatz auf. Das wäre eine Idee. Und da muss man jeden Tag mit dem Profi-Hopper Rasen mähen. Ja. So schöne, die Und dann so Streifen. richtige Tore dahinstellen und Genau. so. Genial. So, ich bin voll. Ich hau mal Was? eben eine Schaufel rein in der Zeit. Du bist voll? Ja, ich bin voll. Wie Bis schnell zum bist du? Kragen. Achso, ich habe jetzt gerade geschaut. Deswegen, ich denke mal gerade, ich bin jetzt erst beim Auskippen. Und wie viel Geld haben wir? 70.000. Also Puh. wenn wir jetzt einen Kredit aufnehmen, dann könnten wir es sogar ungefähr schaffen. Und wir haben auch noch 2 Schaufeln in der BGA. Ja, und wir haben auch noch 29 Tonnen Gerste und 13 Tonnen Körnermais, 17 Tonnen Körnermais schon. Okay, also fast wieder ein Anhänger. Ja. Das bringt es eigentlich doch noch. Also ich glaube schon, dass wir es irgendwie hinkriegen. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Kredit. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel nachher nur alles raushauen und dann kein Geld mehr für Saatgut haben. Ja, aber ich sag mal so, auf Achso, Feld Feld 1 ist 1 ja eh wartet ein. ja schon, da Ja, haben wir ja genau, schon wieder stimmt schon. direkt Das habe Geld ich vergessen. im Nachschub. So. Ich rase und rase. Man bräuchte hier an einer BGA einen vernünftigen Schlepper. Dann könnte man nämlich da immer den Häcksler stehen haben für das Feld 32, wenn wir das kriegen. Und solange wir noch keinen richtigen Häcksler haben, können wir dann damit immer arbeiten. Ja, Feld 17, Feld 17 sage ich so. Den 170 PS Drescher, Schlepper. Ja, aber ich glaube, den GTA behalten wir dann auch erstmal wegen der Kühe. Ja. Weil das ist eigentlich auch ein schöner Trecker, finde ich, für die Ich würde Kühe. ihn auch lassen überhaupt, ganz Der ist einfach. zwar verdammt blöd im Multiplayer, wenn du den fahren musst, aber. Na, fahren geht ja eh. Ja, ich sag mal, wenn du Und ich damit glaube, es geht ballen. nicht seit dem Patch auch mit der Maus ein bisschen besser steuern. Finde ich zumindest. Ansonsten habe ich auch nichts dagegen, wenn ich dann halt die Ballen stapeln muss und verladen. Mittlerweile, ich habe mich ein bisschen reingefuchst. Ich bin zwar kein Meister da drin, aber es geht schon. Irgendwie. Also man kann mir da ein bisschen was zutrauen mittlerweile. Sehr skeptisch. Weiß ich nicht, du sagst immer, du kannst nicht stapeln oder du kannst nicht mit Ballen Ich umgehen. glaube, ich hatte einfach nie die Geduld, weil ich spiele ja meistens beim Aufnehmen und dann möchte ich immer irgendwie so aus Perfekt sein, Prinzip möglichst perfekt. viel zeigen. Und perfekt sein. Ja, genau. Und möglichst viel, möglichst schnell zeigen. Und dafür braucht man einfach einen Tacken Geduld manchmal für die Ballen. Ich glaube, in echt wäre es auch deutlich einfacher. Glaubst? Ja. Weil diese Physik hier, weißt du, dass die Ballen, teilweise Ja, spießt du es die auf ist. und dann fliegen die rum. Ja, das stimmt schon. Sowas gibt es ja in echt nicht. Habe ich zumindest noch nie gesehen, ich weiß nicht. Ich bin ja da nicht ganz so auf dem Laufenden, was die Ballen von heute so fliegen. Ah, die können schon gemein gefährlich sein. Kommt aus Gras an, ne, was du vorher gemäht hast. Ja, oder das Stroh, das Stroh ist überhaupt so eine Sache manchmal. Stroh ist gemein. Aber So, ja, der Dresch ist schon wieder leer. Habe ich ganz vergessen zu ich sagen. überlege, ob man nicht später vielleicht mal Feld 10 Gras machen sollte. Feld 10, welches ist Feld Das 10? ist das, wo wir gerade Mais machen. So. Für die Ja, könnte Kühe man machen. dann. Weil hier sind zwar coole Wiesen, aber wenn man pressen will, dann finde ich ein quadratisches Feld praktischer. Ist das Feld 10 halbwegs gerade oder ist das ein Hang? Es ist etwas uneben. Nein, aber ich meine jetzt in eine Richtung, wo man sozusagen pressen tun, dass die Ballen nicht ins Rollen anfangen. Außer wir nehmen Quaderballen, dann ist kein Problem. Ja, aber ich möchte gerne Rundballen, die sind besser zum Stapeln, finde ich. Ja. Mehr bringt halt Quaderballen unter.
Ansonsten wäre auch cool, wenn man Gras, Quader und Stroh rund oder so. Dann kann man die noch besser auseinanderhalten. Jo, 200.000. Ja. Das ist dann natürlich was, wenn man schon alles hat. So, das sind jetzt nachher so um die 80.000 haben wir. Ja, 85. Okay, ja, das schafft man leicht, das Feld. Perfekt. Aber BGA ist jetzt auch leer. Die ist schon komplett leer. Ja. Okay. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Sache. 70 können wir aufnehmen oder 65 können wir aufnehmen. 65, ja. Oh. Also wir haben jetzt 130 und das aktuelle Gebot ist 140. Nein, wieso? Wir haben 85, oder? Ja, genau. Plus Und mit 65 Kredit. sind 150. Oh jo, wir haben schon quasi. Aber dann müssen wir Kredit aufnehmen, ja. Okay. Den müssen wir so und so. Ja. Der wird uns nicht überbleiben. Wir haben auch noch ein bisschen Körnermaisreserven. Also, ich bin jetzt fast fertig mit dem hier, aber das nächste, da ist ja auch noch eine Ecke. Da kommen auch noch mal ein paar Tonnen runter. Ja. Zwar jetzt nicht die Welt, aber. Nein, aber eigentlich ist der Körner mal schon ziemlich guter Ertrag. Ich glaube, wir haben jetzt so knappe 50 Tonnen für das ganze Feld gekriegt dann am Ende. Das ist ordentlich. Wenn du rechnest, was er uns kostet hat, die Maschine. Ja, 5000 im Prinzip. Wie findest du eigentlich diesen Glasdrescher von der Micmap? Ah, scheiße. Ja, wieso? Der beschleunigt zu schnell. Erstens der Mega meinst du, oder? Ja, genau, mega. Der fährt so schnell, der hat Geschwindigkeit drauf. Und ja, sonst ist er schon schön als alter Drescher, so als Zwischenschritt nochmal oder als mal ein bisschen größer wird. Aber sonst finde ich immer ein bisschen, nein, ich finde ihn nicht ganz. Ich finde das generell nicht schön, wenn bei Mod-Maps alles direkt gut ist. Das habe ich nicht gerne. Bist du ganz voll oder? 80%. Passt, weil ich habe mir das restlichen Dann Körnermais fahre ich nämlich geholt. gleich rüber zum anderen Feld, wenn du hier weg bist. Passt. Wahrscheinlich passt sogar noch alles, oder? Ja, es müsste sich genau ausgehen. 2000 habe ich noch. Ja, leicht. Die Bremslichter finde ich schön vom Relight-Mod. Ja, die sind so richtig so ein- und ausblenden, ne? Machen die. Ist richtig schön. So weich. Na, bist du noch nicht leer? Nö, nö, der dauert immer. 97. 98, 99. Fertig. Fast voll. Ich könnte noch Bei die mir beiden passt. Büsche da mitnehmen, vielleicht passt es dann. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich brauche noch 150. Oh, doch, doch, das schaffen wir, glaube ich. Ich habe Ah, ich bin jetzt schon 20. unterwegs mal. Okay. So, dann haben wir Gruberarbeit, dann haben wir Seearbeit. Da geht's ja richtig voran. Brauchen wirklich einen zweiten Traktor. Ich glaube auch, wenn wir einen Drescher kaufen, ich weiß gar nicht, wie teuer der hier ist, aber wir könnten den fast sogar noch am Anfang behalten. Ich will ihn auch noch halt. Ich will ihn zwar nicht lange behalten, weil er ziemlich wertlos nachher relativ schnell ist, weil keiner mehr dreschen wird damit. Ja. Aber trotzdem haben wir erstmal sowas. Einer kann Körnermais machen und der andere kann schon mal Stroh oder so. Ach, ich gucke gerade auf die Uhr, ich bin deppert. Ich 20 muss mal den Minuten. Part beenden. Ja, wir gehen auf die 20 Minuten zu. Na dann. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.